Willkommen zurück zu einer neuen verflixten Folge Jurassic World Evolution. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die verflixten Menschen, die das letzte verflixte Video bewertet haben. Ja, wir sind hier auf der neuen Insel. Und die Leute haben geschrieben, du musst die Insel so als großes Gehege betrachten. Und die Menschen, die musst du aussperren, indem du einfach nur einen Zaun für die Menschen baust. Und die Dinos können dann hier auf dieser gigantisch großen Insel. Die ist nicht komplett bebaubar, also hier das Zentrum, der Berg hier, der ist leider gar nicht bebaubar. Das muss man dann einfach nur als, ja, als Gehege sehen. Und die Menschen sperrt man dann halt aus und die können dann die wild lebenden Dinos darin beobachten. Ist eine tolle Idee, aber erstens, das wird einen Haufen Geld kosten, weil ich ja erstmal eine komplette Bahn durch die ganze Insel hier bauen muss. Zweitens, ihr wisst ja schon, wenn ich jetzt hier einen T-Rex und hier einen Spino platziere, dann kann es sein, dass die vielleicht irgendwann sagen, oh, ich laufe mal hier rüber. Was ist denn da drüben so los? Och, guck mal, das sind ja auch noch tödliche Gegner. Und das wäre halt ganz, ganz schlecht. Das wäre halt wirklich ganz, ganz schlecht, wenn wir sowas hätten. Würde ich gar nicht gut finden. Deswegen würde ich jetzt behaupten, wir nehmen das Startgebiet hier. Ja, bauen hier so gut es geht ein Gehege auf. Und wenn es dann wirklich irgendwann soweit ist und wir haben Geld, dann erweitern wir in alle Richtungen. Aber im Moment, glaube ich, bringt das gar nichts. Also davon bin ich schon nahezu überzeugt, dass es nichts bringt. Moment. Jetzt hier alles Mögliche in die Welt zu werfen. Ich glaube, das bringt nichts. Gut, legen wir mal los. Wir müssen trotzdem Dinge in die Welt werfen. Ich habe ein Expeditionszentrum. Es gibt Spino zum Forschen. Und wir haben keine Fossilien, wie es scheint. Okay, wir brauchen noch Fossilien. Betriebsgebäude. Wo ist das denn? Hier. Ganz oben. Hier ganz oben. Tja, jetzt muss ich es nur noch hier reindrücken. Machen wir es so hin. So, und natürlich hier auch noch Weg. Ja, ich bin am Überlegen, den Zaun hier vielleicht zu entfernen. Weil hier will ich eigentlich so alles an Verwaltungsmist reinstopfen. Hätten wir das nämlich alles vom Tisch. Und dann könnte man halt ganz schnell hier spannende Dinos reinwerfen. Um einfach nur mal ein bisschen Geld zu generieren. Also das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste. Irgendwie auf eine Summe zu kommen. Vielleicht ein Sucho, der ist ziemlich beliebt. Ein Barry meine ich. Ein Sucho. Ja, ein Sucho ist auch ziemlich beliebt. Wo ist ein Sucho? Hier unten. Ja gut, versuchen wir es. So einen habe ich noch nie gesehen. Machen wir mal einen von denen und schauen mal, was er bringt. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und dann können wir weiterdenken. Weil hier sind ja schon richtig viele Leute. Keine Ahnung warum, aber hier sind richtig viele Leute. Hier sind super viele Leute. Hier sind super, super viele Leute. Und hier ist super frisches Fleisch. Wahnsinn, oder? Ich meine, hier sind einmal mal 485 Menschen. Wieso auch immer. Oh, gut, du bist da. Also, ich hole mir Inventar. Tempo, Inventar. Und dann, meine Freunde, erstmal Geld machen. Weil hier haben wir locker noch 2-3 Millionen Cash. Na, schaut mal, was hier alles reinkommt. So. Und das noch. So, was haben wir hier? Ein Sauro. Noch ein Sauro. Noch ein Sauro. Noch ein Sauro. Und so einer hier. Und dann gehen wir direkt an Spino ran. Das wäre geschafft. Und ich habe schon einen Namen. Na also. Wenn der jetzt noch durchkommt, ich drücke die Daumen. Er hat eigentlich hohe Werte. Ich denke, das sollte gehen. Dann haben wir auch hier schon mal eine kleine Attraktion. Sturm nähert sich. Lecco mio. Soll ich direkt reagieren und die ins Koma kloppen? Wäre vielleicht die beste Idee. Kommt auf die Liste. Ich klopp die direkt ins Koma.
Und vielleicht mache ich hier direkt einen Sturmschutzbunker. Wie gesagt, das ist jetzt alles erstmal auf Funktion. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Wird alles noch verbessert. So. Haben wir auch noch einen Schutzbunker. Ja, es geht schon los. Es geht schon los. Mein Leben ist geil. Mein Leben ist mega geil. Deswegen direkt ins Koma knallen die Viecher. Bitte kein Tornado. Der ist schon heftig, der Sturm. Aber bitte, bitte kein Tornado. Tornado? Ich höre Wind. Tornado? Was? Strukturschäden? What is going on? Ranger Team. Let go. Alter, 100! Oh, lecko. Okay. Wir sind noch gut dabei. Kein Tornado, das ist schon mal gut. 99, 95. Fleischfresser geholt. Ganz kurz hier rüber. Was ist denn das hier? Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Alter, Palladium 400. Lecker. Und Spino. Sehr, sehr lecker. Was sagt der Sturm? Sturm ist vorbei. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Und Sucho ist immer noch am Köcheln hier drin. Okay, wir haben die erste Katastrophe schon mal überlebt. Gut. Was sagen die da hinten? Die sind alle zufrieden. 99, 95. Yo. Schlafende Dinos spüren den Sturm gar nicht. Anscheinend. Alright. Habe ich überhaupt Energie? Ich habe eine Energie noch. Ja gut. Ja gut. Also man sieht, ich muss erstmal meine ersten Gebäude in den Griff kriegen. Also wir müssen auch gar nicht daran denken, hier eine Bahn zu bauen, weil das könnte ich mir gar nicht leisten. Beginne Produkttransport. So viel Geldi habe ich gar nicht im Schweini. Aber der hier wird auch ein bisschen die Quoten hochpushen. Das ist der erste Versuch, der erste Sucho. Lebensdauer 55 Jahre. Machen wir erstmal hier ein, zwei von diesen billigen Dinos. Na, guck mal hier. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, Sonnenschein. Hier ist der kleine Blue. Und da kommt der kleine Psycho. Zustellung wurde abgeschlossen. Der kleine Jücho, wie ich ihn nenne. Jücho. So, Psycho. Der kleine, süße Psycho. Ich will meinen Sucho. Den habe ich noch nie gesehen. Auf den bin ich gespannt. Also dieser Park hier wird mein Meisterwerk. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser okay. Auftrag unterstützt uns dabei. Okay. Okay. Stego. Stego. Alles klar, er ist bereit. Ich glaube, das Gehege ist zu klein für den, oder? Der ist bestimmt ziemlich groß. Wow. Wow, Freunde. Sieht der geilo aus oder sieht der geilo aus? Alter, scheiß die Wand an, ist ja cool. Das ist der Krokodilsnachahmer oder Suchomimus. Ziemlich alles an diesem Dinosaurier schreit, Abstand halten. So, du bist damit nicht zufrieden? Das ist kein Problem. Ich mach dir mehr Gehege. Guckst du Gehege? Hier hast du Gehege. So, bist du jetzt zufrieden? Alter, du bist ein Killer, ha? Huh? Ich nenne dich Sucho. Ich finde Sucho ist ein geiler Name. Wie viele kann man von dir in ein Gehege reinschleudern?
Soziale Gruppe 0 bis 2? Also zwei weitere oder einen weiteren? Einen weiteren auf jeden Fall. Du bist eine Maschine. Daran habe ich gar keinen Zweifel, dass du eine Maschine bist, mein Freund. So, hier noch ein bisschen Fressi. Also ich lasse das erstmal so. Weil wie gesagt, erstmal geht es mir darum, Geld zu machen. Priorität Nummer 1, Geld. Alles andere ist Zukunftsmusik. Darüber muss ich mir jetzt noch gar keine Gedanken machen. So. Jetzt hast du Strom. Und jetzt hast du auch noch die Verbindung. Ja, dann werfe ich vielleicht noch direkt einen zweiten rein, oder? Ja, warum nicht? Was haben wir denn hier für coole Farben? Sumpf habe ich noch nie gesehen. Let's do this. Und rein mit dir. Kein Strom. Oh, jetzt habe ich diese... Moment, kein... Hä? Kannst denn du keinen Strom haben? Okay, Stromausfall. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Kraftwerke. Hm. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht erstmal so ein mittleres, aber wohin damit? Ich könnte eins hier hinsetzen. So. Und dann könnte ich hier... Moment. Sowas machen und dann machen wir einfach das hier und machen Weg hin. So, was sagen denn meine Einnahmen? Ja, langsam wird's, langsam wird's. Wir haben auch noch Strom da hinten und wir brauchen natürlich Fressen fürs Volk. Langsam wird's. Jetzt wollen die aber auch irgendwie shoppen. Die Menschen. Und hier rennen Stegosaurier rum. Das darf man auch nicht vergessen. Ist das nicht gefährlich für uns? Ich glaube, ich mache da mal Schutz hin. So. Ja. Ich habe erstmal keine Idee, die werde ich vielleicht einfangen oder so. So, ich brauche hier drüben Strom. Aber dann würde ich noch so einen Einkaufsladen oder sowas, Souvenirladen. Souvenir hat 3 Sterne. Getränke, Essen. Spaß, Getränke, Essen. Einkaufen. Okay, Klamottenladen ist das Beste. Macht aber keinen Spaß. T-Shirt kaufen macht einfach keinen Spaß. So, wollte ich gar nicht. So, Sucho läuft. Den nehmen wir dann Sumo. Sucho und Sumo. Ich finde den cool. Also, ich mag den. Authentizität plus 23. Ich meine, hier sind echt viele Leute drin. Hier sind echt super viele Leute drin. Was mit dem hier? Stegoherde. Was hast du denn für 51? Ja, ist jetzt in Ordnung. Also, das ist jetzt alles nur Probelaufbahn, ja? Es ist hier nichts final. Es geht erstmal nur darum, Leute reinzuholen und Geld. Darum geht's. Einfach nur um Leute und Geld. Was anderes will ich gar nicht. Und ein Spino. Leute, Geld und ein Spino. Und im Moment sind wir auf einem guten Weg. Auf einem sehr guten Weg. Den hier brauchen wir. So. Und der Laden ist voll. Cool. Und wir können den Spino rausschleudern.
machen. Perfekto. Absolut perfekto. Ich glaube, ich werde die hier jetzt einsperren. Wartet mal. Machen wir es doch richtig. Ich meine, es sind kostenlose Dinos. Ja. Betriebsgebäude. Hier. Erstmal brauche ich ein Tor. Die Sache, die ich eh immer vergesse, ein Tor zu platzieren. Dann brauche ich ein Hotel. Warte mal, jetzt sind die ja eingesperrt. Denkt ihr, ich kann jetzt hier den ganzen Zaun entfernen und einfach ein bisschen alles besser koordinieren? Dann mache ich den Kram hier mal weg. Rennt da eine Ziege rum? Warum rennt da eine Ziege? Warum? Warum rennt da eine Ziege rum? Ist das die Hausziege? Mäh, mäh. Die kleine Mäh, mäh. So. Gleich haben wir auch die Nummer mit den Stromausfällen und wir müssen unbedingt mal anfangen, Aufträge anzunehmen für die anderen Parteien. Hier, der da. Was will der denn? Im Business ist immer Luft nach oben. Na also, geht doch. Denken Sie über diesen Auftrag nach. Das wollen wir. Ich will denken und nicht schlenken. So, das hier. Also ja, ich will große Gehege machen, die weiträumig sind. Aber wie gesagt, das alles... alles, nein, da will ich gar nicht hin. Das ist alles Zukunftsmelodie. Klar habe ich da Bock drauf. Natürlich, natürlich. Natürlich habe ich da mega fett Bock drauf. Wer denn nicht? Alter, wie viel Geld? Und noch einer hinterher, oder wie? So, Gewinn 305. Wenn wir da eine Million haben, ja, dann bauen wir so schnell hier Kram. Dann sind wir durch, Freunde. Ich hoffe, die fetzen sich jetzt nicht, die zwei. Oh, sieht ja geil aus. Alter, sieht ja geil aus in grün. Mega lecker. Oder? Wow, der Schrei ist Hammer. Hammer! Der neue super coole Sumo. Die Farbe ist halt mega gut, finde ich. Die gefällt mir richtig. Geil, oder? Alter, sieht ja geil aus. Alter, bist du ein Biest von Dino. Boah. Fett. Richtig, richtig fett. Ich sag bloß, ja, Panik, aber der dreht jetzt nicht durch oder so. Das ist nur abschmecken, was die hier machen, oder? Ich hoffe doch. Wie läuft's hier? Das Business ist am Boom. Unser gesamter Betrieb und besonders die Sicherheitsabteilung könnten mehr Leute wie Sie brauchen. Das fucking Business ist am Boom, Baby. Alright. Sie haben den Auftrag planmäßig erfüllt. Gute Arbeit. Es erfordert großes Können, bei all den Aktivitäten auf Isla Sorna für Sicherheit zu sorgen. Doch Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Die Insel ist bei Ihnen bestimmt in guten Händen. Ja, ich bin der Geilste. Dankeschön. Mein Rat? Nehmen Sie den Auftrag an. Okay, der will Fossilien. What? Ich war mir hier unsicher. Ever. Aber Sie haben abgeliefert. Mach ich doch immer, hey. Man nennt mich den Lieferjung. Sie können uns dabei helfen. Nein, sollten. Alles klar. Ich hätte eh gern noch einen dritten hier drin. So. Modifizieren, wir brauchen Gehirnalterung. Und ich glaube, das kriegen wir hier. War das 3 oder?
War das 3 oder? Nee, egal. Gut, dann let's go. Let's go. Seid ihr zufrieden? Sind sie anscheinend. Hier kannst du 4 Dinos sehen. Oh, es füllt sich, es füllt sich. Wie viel kannst du hier sehen? 0, weil die alle da oben hängen. Die Schlawiner. Keine Ahnung warum. Ich muss mal hier Essen hinsetzen. Dann kommen sie auch runter. Mit Essen kannst du sie alle immer locken. Das ist immer das Wichtigste. Fressi, fressi, fressi. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Essen für euch. Und, wie sehen die Einnahmen aus? Ich brauche die 500.000, um arbeiten zu können. Das bedeutet, wir brauchen, richtig, ein Hotel. Ich muss Geld verdienen. Ich muss erstmal irgendwie alles hier rausmelken. Melken, melken, melken. Diese Expedition war vor allem wegen Ihnen ein Erfolg. Sie können sich verbeugen, aber ich werde nicht klatschen. Alter, geil. Apatosaurus. Wissen Sie, Isla Sorna ist ein harter Brocken, doch die Unterhaltungsabteilung auf der Insel ist Feuer und Flamme für Sie. Nein, dafür werden Sie auch belohnt. Mann, ich guck rein und er stirbt gerade in dem Moment. So, also wie gesagt, schaut euch diese riesige Insel an. Ein riesiger Klumpen ist weg, aber ich werde das irgendwie unterteilen. Also, ich werde das so machen. Ich werde hier was hinsetzen. Dann werde ich hier irgendwie was bauen, hier so rum. Weil ich, das ist schwierig. Ich muss ja irgendwelche Abgrenzungen machen. Wir brauchen hier oben auch Geschäfte und Hotels. Und wir müssen das unterteilen. Spino und T-Rex in einer Ecke, tot. Dann habe ich auch irgendwie gar nicht so wirklich Bock drauf. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt auch nicht optimal. Das ist halt einfach nur eine Notlösung. Alles klar. Der Laden läuft und läuft, ne? Kriege ich die 1000 voll? Wir haben die Hotelkapazitäten der Insel für ihren Komfort erhöht. Und wie... Parküberfüllung 45, oh jetzt hier, guck mal, und die Zufriedenheit geht hoch. Und die Zufriedenheit geht hoch. Und die Gewinner, die müssten eigentlich auch gleich hochgehen. Weil der Park ist randvoll, was ist das hier? Der ist randvoll, der Park. Parküberfüllung 51%. Wahnsinn, wir haben einen Ansturm. Kann ich hier gar nicht alles managen. Gut, ich will einfach nur auf die 500.000, dann bin ich happy. So. Die magischen 3 sind drin. Hm, hier haben wir sie auch drin. Hier, wie läuft's da? 52%. Ach, ich habe was Neues bekommen, ne? Stimmt, wir haben jetzt dieses Baby hier. Boah, so ein Ding will ich haben. Let's do this. Die wollen mehr essen, die wollen mehr trinken. Wir brauchen mehr von allem. Wir brauchen mehr von allem. Die Nachfrage ist einfach ultra hoch. So, hier brauchen wir noch Strom. Und ich sehe gerade... Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also wie gesagt, ich werde die Insel mega gut aufbauen, aber das braucht halt Geld. Ohne Geld geht gar nichts. Also ich werde da einiges abreißen, umreißen müssen. Aber erstmal geht es darum, Gewinne zu fahren. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, bewerten, bewerten und
Tschüss!